Erzähl davon, der Podcast für gute Kommunikation im Ehrenamt. So, hallo zusammen, wir sind heute in Heidelberg und treffen uns hier mit Julia Schönborn, um mit ihr über ihr Projekt Karma Job zu sprechen. Hallo Julia. Hallo ihr zwei. Hi, kannst du vielleicht kurz erzählen, was du bei Karma Job machst? Mit Karma Job berate ich soziale Initiativen und gemeinnützige Vereine in ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Also ich mache Trainings oder ich unterstütze bei der Öffentlichkeitsarbeit und ich spreche in Unternehmen auch über CSR und CSR-Maßnahmen und im absoluten Idealfall verknüpfe ich diese beiden Tätigkeiten sogar miteinander. Cool. Ich habe auf deiner Homepage gesehen, dass du dich auch ehrenamtlich schon lange engagierst und dass du über dein ehrenamtliches Engagement eigentlich auch zum jetzigen Beruf gefunden hast. Genau. Was hast du denn eigentlich gemacht oder in welchem Bereich engagierst du dich? Also ich habe eigentlich schon immer mich ehrenamtlich engagiert, also zumindest soweit ich jetzt zurückdenken kann. Im Studium war das dann die Fachschaft mit viel Engagement, die ich da später mal geleitet habe oder auch wenn sonst irgendetwas anstand an Organisationsarbeiten, dann habe ich mich da immer drauf gestürzt. Ich kann auch nicht genau sagen, warum. Und später kamen die Kinder dazu, dann kamen die klassischen ehrenamtlichen Geschichten wie Elternbeiratsgeschichten, Elternbeiratsvorsitz, solche Sachen. Und dann, als die Kinder ein bisschen größer waren, habe ich angefangen, eigene Projekte zu realisieren. Das erste war das Barcamp Rhein-Neckar. Das war eine Konferenz. Da hat mich irgendwann ein Freund von mir, auch ein Heidelberger, gefragt, wie ist das? Wollen wir nicht auch mal sowas ausrichten wie eine Unkonferenz, also eine thematisch offene Konferenz hier in Heidelberg, wo die ganzen Leute einfach zusammenkommen und über ganz, ganz unterschiedliche Themen reden? Und ich sagte ja und wusste dann natürlich noch nicht, was mich dann erwarten würde. Aber das Tolle war damals, wir haben ganz schnell Mitstreiter gefunden, die das für eine ganz tolle Idee gehalten haben und dann haben wir uns da reingeworfen. Aus diesem Engagement und aus anderen Dingen, die mich einfach interessiert haben in der Zeit, wurden dann noch andere ehrenamtliche Geschichten, die ich verfolgt habe. Mit der Konferenz haben wir später unseren eigenen Dachverein gegründet, um solche Veranstaltungen in Heidelberg möglich zu machen und einfach einen rechtlichen Rahmen drumherum setzen zu können, wenn wir eine Konferenz veranstalten wollen. Aus dem Barcamp heraus, oder beziehungsweise das Barcamp hat dann auch noch die Initiatorin des Literaturcamp Heidelberg angestoßen. Das ist auch eine Veranstaltung, die ehrenamtlich organisiert wird. Ich habe dann das Team Schnipsflausch oder die Öffentlichkeitsarbeit für das Team Schnipsflausch mit aufgebaut. Das ist ein Team, das hier seit 4 Jahren beim Benefizlauf, beim Laufen gegen Krebs antritt. Und irgendwie wurde aus dem einen immer das andere und dann noch das andere und so weiter. Und mittlerweile habe ich diverse soziale Initiativen oder gemeinnützige Vereine in irgendeiner Art und Weise unterstützt. Dabei mache ich viel ehrenamtlich. Gerade wenn es eng umgrenzte Projekte sind oder die Menschen wirklich nur Kurzhilfe brauchen bei einem bestimmten Projekt, dann nehme ich dafür kein Geld und suche mir auch eigentlich keine Querfinanzierung, weil ich dann einfach denke, ach, das machst du, das kannst du noch leisten und das mache ich einfach auch nach wie vor wahnsinnig gerne. Du hast dich ja jetzt noch vor gar nicht allzu langer Zeit mit Karma Job selbstständig gemacht und hast damit jetzt eigentlich auch diesen Schritt in die Selbstständigkeit komplett vollzogen. Wie kam es denn eigentlich dazu? Also inwiefern hat das dein ehrenamtliches Engagement damit zu tun, dass du jetzt wirklich dann diesen Schritt gemacht hast? Das hat wirklich viel damit zu tun. Was mir aber gar nicht klar war, also lange nicht klar war. Ich bin nach der Promotionszeit in eine Festanstellung gegangen und habe als Texterin gearbeitet. Also ich bin promovierte Literaturwissenschaftlerin. Und in dieser Festanstellung, die wirklich Spaß gemacht hat und in der ich tolle Chefs hatte und da gab es nicht viel zu meckern, außer die langen Anfahrtswege vielleicht, da hat mir irgendwas gefehlt, also von Anfang an. Und ich
bin irgendwann drauf gekommen, dass ich auch weiterhin meine ehrenamtlichen Engagements weitergeführt habe, neben der Festanstellung, neben den Kindern, und das wurde einfach viel zu viel. Mhm. Das war einfach, ich habe mich überarbeitet und das ganz, ganz spät erst gemerkt. Und mir wurde dann irgendwann klar, viel später, dass ich an diesem Engagement festgehalten habe, weil ich in dieser Tätigkeit etwas gefunden habe, was ich in der Festanstellung eben nicht fand. Ich habe mich damals noch ein bisschen gescheut, davon zu reden, ich will auch sinnstiftend arbeiten, weil das immer gleich irgendwie so komisch klang und alle haben irgendwie mich ausgelacht und gesagt, sinnstiftend arbeiten, ja, sinnstiftend, das wollen doch alle, ganz genau. Das hätte ich wohl auch gerne sinnstiftend gearbeitet. Und ich habe da eine Weile für gebraucht, um dann zu sagen, nein, das ist aber auch offensichtlich etwas, was mit mir zu tun hat, also was ganz, ganz stark mit meiner Persönlichkeit verknüpft ist. Das sind Werte, nach denen ich da lebe, die ich auch in mein Arbeitsleben integrieren muss, sonst zerreiße ich mich einfach, weil ich nicht auf der einen Seite weiter ehrenamtlich arbeiten kann, mit hohem persönlichem Einsatz oftmals, und auf der anderen Seite aber einen Vollzeitjob, der zumindest meinen Teil zum Familieneinkommen beiträgt. Das hat einfach nicht funktioniert. Mhm. Ja, und so viel hat das, als ich mir das mal eingestanden hatte, in dieser Phase ging es mir sehr, sehr schlecht. Also ich war extrem überarbeitet, mir ging es dreckig. Ich hatte Panikattacken, von denen ich offen erzähle, auch um anderen Leuten zu sagen, hier, es passiert halt. Mhm. Ja. Es ist ganz normal, wenn du in der Sackgasse bist in deinem Leben, dann sagt dir der Körper Bescheid und dann lässt er dich vor die Wand laufen. Und das ist zum Teil auch wirklich das einzig Wichtige und Richtige, was passieren darf in so einer Phase. Und da habe ich dann einfach mich hinsetzen müssen mit mir selber und überlegen müssen, wie will ich eigentlich arbeiten? Wie kriege ich eigentlich diese ganzen Bereiche, die ich in meinem Leben habe, so vereinbar, dass ich nach meinen Werten handeln und leben kann, mich nicht verbiegen muss und vielleicht aber trotzdem zwischendurch ein bisschen Geld verdiene? Mhm. Und dann ist ganz klar die Entscheidung dafür gefallen, dass du dich für dein eigenes Projekt entscheiden möchtest und die Festanstellung, also die Sicherheit somit ja auch gerne aufgibst, obwohl du drei Kinder hast und das sicher auch natürlich ein Faktor ist, den du berücksichtigen musstest, wie du trotzdem über die Runden kommst. Und da hatte ich unheimlich viel Unterstützung durch meinen Mann. Der hat also den Hauptteil des Familieneinkommens trägt er. Und er fand das gut, dass ich in der Festanstellung war, ganz grundsätzlich, weil das einfach nach langer Promotionszeit, ja, war das auch mal dran, denke ich, haben wir beide gedacht. Und gleichzeitig hat er gesehen, da ist noch irgendwas, da ist irgendwas verkehrt, auch in dieser Hinsicht. Und als ich gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig, da war er, der mittlerweile auch seit 4 Jahren selbstständig arbeitet, da war er vollkommen dafür. Er hat also da in keinster Weise gesagt, oh, das ist jetzt aber unsicher und wenn wir beide und ich hätte gerne dein festes Einkommen dazu, falls irgendwann mal was ist. Das sind sicherlich Sorgen, die wir beide haben und die nicht von der Hand zu weisen sind, aber gleichzeitig habe ich in ihm da den größten Rückhalt, weil er gesagt hat, du musst das tun, wofür du offensichtlich hier bist. Und manchmal lacht er ein bisschen über mich, wenn ich dann wieder irgendeinen Spleen habe oder mich in irgendein Projekt reinwerfe oder sage, das muss ich jetzt unbedingt machen. Und er sagt, gib das Geld. Und ich sage, nein! Es ist egal! Dann lacht er ab und zu über mich. Aber das Gute ist, es geht. Es ging bisher toi, 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 immer irgendwie gut. Und ich habe da in ihm den größten Rückhalt. Und du hast ja auch ein super Projekt, also vielleicht kannst du auch da noch mal kurz uns erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass du dich jetzt so auf das Thema Öffentlichkeitsarbeit fokussiert hast. Also ich war bei meinen ehrenamtlichen Engagements immer dadurch, dass ich die Texterin bin und der Wortmensch und auch schon lange blogge und so weiter, war ich immer automatisch in der Position, oder oft automatisch in der Position, dass ich gesagt habe, gut, ich übernehme die Textarbeit. Mhm. Das ist ja auch für andere oft ein leidiges Thema, da reißt sich nicht unbedingt jeder drum. Ganz genau, die waren immer alle sehr glücklich, ich nicht immer, aber es war mein Steckenpferd von Anfang an und ich konnte viele Dinge, die ich im Studium gelernt habe, wir haben sehr, sehr frei noch studiert, ich bin einer der alten Magisterstudiengänge, da war sehr, sehr viel Flexibilität noch im Spiel. Mhm. Ja, da hatte ich also unheimlich viel auch praxisorientiertes Wissen mir angeeignet, das ich auch in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Varianten schon ausprobiert hatte und so weiter.
Und dann war einfach klar, ich bin dieser Mensch, ich bin da richtig. Ja, ich bin in der Kommunikation unterwegs. Ich habe auch eine Arbeit über Online-Kommunikation geschrieben. Die Doktorarbeit ging über literarische und literarisierte Online-Kommunikation im Social Web. Und da hat alles irgendwie so ineinander geklickt und es war klar, okay, du bist offensichtlich halt so eine PR-Tante. Und ich habe das gerne angenommen. Also ich habe mich dann nicht dagegen gewehrt, weil ich gleichzeitig mit Kammerjob dann die Möglichkeit gesehen habe, das so zu machen, wie ich es machen möchte. Nicht in eine Agentur zu gehen, nicht für ein Unternehmen zu arbeiten, nicht den x-ten Turnschuh zu betexten, ja, und zu sagen, wie großartig dieser Turnschuh nun ist am Markt, sondern tatsächlich meine Fähigkeiten im Bereich PR, Öffentlichkeitsarbeit, Text, Redaktion da einzusetzen, wo es Menschen hilft, die ich gerne weiterbringen möchte. Also ganz persönlich, wo ich sage, ihr macht ein tolles Projekt, euch will ich erfolgreich sehen, ja, euch will ich das, ihr sollt Erfolg haben, ihr sollt Unterstützer finden und ich tue meinen Teil dazu, dass das passiert. Mhm. Ja. Insofern war diese Kombination dann eine, die, als sie mal vor mir lag auf dem Papier, ich habe das damals alles hübsch auf dem Papier gezeichnet und mich dann gewundert über das, was da so rauskam, als das mal vor mir lag, dachte ich, ja, das ist ja irgendwie ganz logisch eigentlich. Klingt das so, als würde es sein müssen. Schön. Ja. Und seitdem arbeite ich natürlich daran. Es ist natürlich ein Prozess. Ich bin seit etwas über einem Jahr selbstständig. Ich habe einige ganz normal bezahlte Texter- und Redakteursjobs, die aber immer stärker in die Richtung gehen, wo ich auch hin will. Also ich suche mir aus, worüber ich schreibe. Ich suche mir aus, welche Themen ich wo platziere. Das geht immer stärker in die Richtung, dass ich da selber das Ruder in der Hand habe, was sich sehr, sehr gut anfühlt und sehr schön ist. Mhm. Und auch mit meinem Projekt, mit meinen sozialen Initiativen, immer führt eins zum anderen. Und ich glaube, der Weg für mich ist klar, er ist richtig, er ist auch irgendwo zwingend. Und ich glaube, irgendwo ich komme damit auch an, da wo ich in ein paar Jahren sein möchte. Ja, weil man ja auch merkt, dass es dir am Herzen liegt. Also auch wie du darüber sprichst, dass es einfach deine Leidenschaft ist, dass es dir total viel gibt und Spaß macht. Ja. Und ich glaube, wenn sowas rüberkommt, auch also den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, dann wird da sofort Vertrauen gestiftet und dann es ist einfach total wichtig, auch die Person dahinter zu sehen. Ja, ja. Gleichzeitig denke ich, du machst es ja alleine, richtig? Mhm. Und das ist ja wahrscheinlich gerade bei so einer Ein-Frau-Unternehmen unheimlich viel, was so noch nebenher läuft. Also auch eben dein eigenes Marketing, dass du dich um deine Website kümmerst und über die ganzen Themen, über die wir jetzt schon im Interview, für die Hörer jetzt noch kurz als Info, wir haben vorher ein einstündiges Interview mit Julia gemacht und haben da über Öffentlichkeitsarbeit gesprochen und da schon super viel Interessantes erfahren, wie das Vereine selber machen können, weil Julia ist eine echte Expertin und gleichzeitig ist das natürlich noch ganz viel Nebenarbeit, die du auch dann noch leisten musst. Ja. Und da ist möglicherweise dann auch die Gefahr, dass man manchmal wirklich sich fokussieren muss und sagen muss, halt stopp, jetzt das ist jetzt das Wichtigste und das andere muss erstmal zurückstellen. Also es verlangt bestimmt auch eine gute Organisation von dir persönlich in dieser selbstständigen Arbeit. Ja. Da sprichst du ja einen wunden Punkt an. Oh. Die Selbstregulation ist ein Problem. Ja. Mhm. Ich gebe mich sehr, sehr gerne in Projekte rein und ich mache das dann auch immer alles. Also wenn ich etwas verspreche, dann stehe ich auch dazu. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass ich nicht mittendrin irgendwo aufhöre. Mhm. Aber ich neige dann tatsächlich dazu, mich zeitweise zu übernehmen und brauche dann auch meine Rückzugszeiten und meine Möglichkeiten. Und da wiederum ist das Freiberuflertum auch ideal, weil ich dann sagen kann, nein, also die Mutter bleibt heute auf der Couch, liebe Kinder. Ihr schiebt euch eine Pizza in den Ofen. Mama hat 5 Tage durchgearbeitet und hat jetzt einfach keine Böcke mehr. Das ist bestimmt total viel Verständnis, oder? Ja, durchaus. Sie finden es auch toll, doch, durchaus. Sie finden auch toll, was ich mache. Mhm. Und gleichzeitig muss ich sagen, auch da, ich bin keine Insel. Ich bin sicherlich irgendwo das Ein-Frau-Unternehmen, das in der Solo-Selbstständigkeit nun mal so einfach auch normal ist. Mhm. Aber ich habe hier im Büro in der Kultur- und Kreativwirtschaft mit tollen Kollegen zu tun, mit dem Dirk Wels, den ihr vorhin gesehen habt, der Kommunikationsdesigner ist, der mir
mit Rat und Tat und allen möglichen Kräften zur Seite steht, wenn ich sage, ja, ich brauche da Hilfe, kannst du mal? Und mit Servet Akgebäck, der mit mir im Büro arbeitet, der mit Ton und Video Ahnung hat und mich mit Equipment versorgt, wenn ich sage, ich brauche irgendein Aufnahmegerät, hast du mal? Okay. Das heißt, auch für mich ist, und das sind nur zwei Beispiele von meinem Netzwerk, auch für mich ist da ganz, ganz wichtig, das, was ich auch allen anderen rate, die zu mir kommen, ihr könnt das nicht alles alleine schaffen. Das ist zu viel für zwei Schultern. Ja. Wenn ihr damit, was ihr tut, erfolgreich sein wollt, dann holt euch Hilfe. Es gibt diverse Menschen, die helfen können. Es gibt diverse Menschen, die Dinge mittragen können. Und der tollste Ansatz ist immer, so wie ihr das eben auch macht, Informationen rausgeben, damit die Menschen sich selber helfen können, ja, damit sie Dinge abholen können und dann sich befähigt fühlen, diese eigenen Probleme selber zu lösen. Aber es gibt einfach auch mal Zeiten, in denen braucht man eine helfende Hand in irgendeinem Bereich. Und da sind die Menschen mehr als bereit, für gute Zwecke auch mal pro bono zu arbeiten, ja, auch mal mit Hand anzulegen, auch mal drauf zu gucken. Ja. Das ist ein finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir müssen uns klar machen, dass es alleine nicht geht. Mhm. Wir sind auf andere Menschen angewiesen, egal was wir anfangen. Ich habe noch eine Frage, und zwar, du bist ja sowohl bei deinen Projekten, du hast ja jetzt schon von total vielen Projekten irgendwie erzählt, jetzt und vorhin in unserem Interview, wo du irgendwie mitgeholfen hast oder wo du Teil warst oder wo du eine tragende Rolle gespielt hast. Und das Freiberufler-Dasein ist auch sehr projektbasiert, irgendwie mal hier mitarbeiten und da. Woher nimmst du denn die Energie, das quasi alles zu schaffen? Also über deine Motivation, so deine Werte, hast du ja schon ein bisschen was anklingen lassen. Aber ich meine, Werte haben sicher viele Leute, aber nicht alle Leute haben dann auch die Energie, dann den Arsch von der Couch hochzuholen. Sagen wir mal, wie ich. Ja. Und das dann auch wirklich zu machen. Woher nimmst du die Energie? Das ist eine gute Frage. Ich ziehe sicherlich unheimlich viel Energie aus meinen Projekten und ich achte auch darauf, dass das, was mir die Projekte geben, ganz persönlich, dass das in einem guten Verhältnis steht zu dem, was ich reingebe. Das heißt, wenn ich mich ehrenamtlich engagiere und weiß, ich muss jetzt, um diese Zeit zu kompensieren, muss ich vergütet irgendwo in einem anderen Projekt echt ein bisschen mehr nehmen und ne, ein bisschen, also jemanden finden, der mir dann ein anderes Projekt vernünftig finanziert, damit ich da wirklich Zeit investieren kann, dann gucke ich natürlich, wie viel gibt mir das persönlich? Und ich finde, das ist so ein bisschen die verpönte Frage im Altruismus. Ja? Die Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, die sagen, ja, wir sind ja Idealisten, wir sind ja Altruisten, wir tun das ja alles, damit die Welt schöner wird. Ja, das ist richtig. Gleichzeitig ist es ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, in der Selbstfürsorge zu gucken, wie viel gebe ich mich rein und wie viel kriege ich zurück? Mhm. Wenn ich mich in einem Projekt aufreibe, dann hat die Welt kein bisschen was davon. Mhm. Weil dann mache ich mich kaputt und dann kriege ich den Arsch nicht mehr von der Couch hoch. Weil die Welt gemein zu mir war, ja, und mich aufgerieben hat und mich verbrannt hat. Wenn ich aber gucke in meiner Selbstfürsorge, dass ich mich auch rechtzeitig rausnehme aus bestimmten Dingen oder auch mal Nein sage oder sage, ich glaube, da bin ich nicht die Richtige für. Vielleicht könnt ihr euch an die und die Person wenden, ne, oder euch da und da mal was angucken. Dann leiste ich eigentlich einen guten Beitrag nicht nur für mich selbst, sondern natürlich für die Projekte auch, die ich betreue. Mhm. Weil die Projekte, die ich betreue, die kriegen dann meine volle Energie. Das ist eine schwierige Situation, denke ich, weil man immer so ein bisschen gucken muss. Ja, also es ist ein Balanceakt, vielleicht besser gesagt. Mhm. Man muss immer ein bisschen gucken, wo stehe ich, wie viel kann ich geben, wie viel bringt mir das Ganze. Ja, kriege ich damit zum Beispiel tolle Kontakte oder kriege ich damit ein Referenzprojekt, wo ich sage, ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht, aber das war voll cool. Ja? Mhm. Ich habe Fundraising betreut, ja super. Das letzte Fundraising, das ich betreut habe, ist schiefgegangen, aber hey, wichtige Erfahrung. Ja, das heißt, wie viel Non-Profit-Benefit kriege ich aus dem Projekt jeweils raus? Bei mir sind das immer die Menschen, immer. Mhm. Wenn ich Menschen erlebe, mit denen ich arbeiten will, dann kriege ich unglaublich viel Energie aus der Zusammenarbeit mit diesen Menschen, weil das Menschen sind, die auf der gleichen Welle schwingen wie ich, die ihr Wissen teilen wollen, die sich vernetzen wollen, die sich gegenseitig Kontakte geben oder Ideen, ja, und die damit ganz freigebig umgehen. Und dann profitiere ich von jedem Projekt natürlich enorm. So, dass ich auch sage, ich hoffe, dass diese Projekte natürlich von mir im gleichen Maße profitieren. Ja. Und da ist das Finanzielle eben sehr, sehr sekundär. Mhm.
Du hast ja bestimmt durch die Tatsache, dass du dich selber schon lange Jahre engagierst, auch einen ganz anderen Einblick in die Vereinsarbeit und in die Arbeit von NGOs und Initiativen, die dir auch total dabei helfen, eben diese Weiterbildung anbieten zu können. Mhm. Kannst du da vielleicht noch Beispiele nennen, was konkret du für wichtige Erfahrungen in der Vereinsarbeit gemacht hast? So was wie zum Beispiel das Fundraising, das irgendwie schiefgelaufen ist oder so, wo du jetzt beim nächsten Projekt weißt, worauf man das achten soll oder so. Also beim Fundraising war ein ganz konkretes Problem, dass wir in der Kommunikation eigentlich zu spät reingegangen sind in das Projekt. Okay. Da war nicht mehr viel Gestaltung möglich und es war sehr, sehr wenig Zeit von vornherein. Also der Zeitradius war sehr, sehr, sehr begrenzt. Es ist trotzdem ein Projekt, das höchstwahrscheinlich zustande kommt, nur anders finanziert. Mhm. Was mich sehr freut, weil dieses Projektteam Hammer ist, ganz toll. Ich freue mich riesig darauf, wenn sie das trotzdem machen. Mhm. Mein Learning aus der Geschichte war, Crowdfunding geht nicht mal eben so. Das muss vorbereitet werden und zwar von langer Hand. Da muss eine Strategie dazu, da müssen Leute von außen mit einem Blick hineingehen, mit einem frischen Blick hineingehen und sagen, wen wollt ihr eigentlich ansprechen, wie wollt ihr das tun, was ist denn eure Sprache dabei, ja, wo ist der Kern, ne? Wie kriege ich schnell, möglichst schnell Informationen, warum ich dieses Projekt unterstützen sollte und so weiter. Und da müssten wir, hätten wir, also hätte das Projektteam einen größeren Radius ansetzen müssen, einen zeitlichen Radius. Und wir hätten in der Kommunikation noch weiter, viel, viel früher dazu kommen müssen. Mhm. Ja, das ist so ein konkretes Learning. Aus Vereinsarbeit, da mache ich immer mal wieder, oder ich mache mal immer mal wieder so ein Video. Ich habe bisher ein Video veröffentlicht, großartig. Aber ich habe mir vorgenommen, aus der Vereinsarbeit genau solche Videos ab und zu mal zu veröffentlichen. Und eins dieser Videos, das hatte zum Thema, da ist ein Verein letzten Endes eingestampft worden, weil sich die Mitglieder im Verein über ganz, ganz grundsätzliche Ziele nicht im Klaren waren und sich auch keine Hilfe geholt haben. Mein Anliegen damals an die Vorständin war, hol dir eine Mediation dazu, hol dir eine dritte Person, die braucht nicht mal ausgebildet zu sein. Es geht rein um jemanden mit gesundem Menschenverstand, der sich das alles ganz in Ruhe anguckt, was ihr für Probleme habt, ja. Dann war da eine Sache drin, die extrem problematisch war, wovon wir es vorhin im Interview kurz hatten. Da ist unheimlich viel ausgetauscht worden über WhatsApp und dann auch öffentlich über Facebook. Okay. Das ist nicht die richtige Problemplattform, muss man einfach so sagen. Online-Kommunikation kann das nicht leisten in dem Maße, wie es unsere Face-to-Face-Kommunikation kann. Ne? Das ist sicherlich so ein Learning aus der Vereinsarbeit. Dinge können schieflaufen und es ist okay, ja, wenn sie letztendlich so schieflaufen, dass man den Laden dicht macht und sich was anderes überlegt mit seinem Engagement, dann ist es besser, man macht den Laden dicht, als dass man ihn die ganze Zeit so vor sich hin... Am Leben halten will oder so. So ist es, ja. Genau. Und dann mit viel Problemen konfrontiert ist und sich eigentlich immer nur Ärger ins Leben holt. Immer nur Ärger, anstatt sich diese positiven Dinge ins Leben zu holen, die ehrenamtliche Arbeit für einen tun kann, ja. Aber man kann natürlich auch vermeiden, dass es so gegen die Wand fährt, indem man einen realistischen Blick drauf wirft, sich Hilfe holt und das Handy mal aus der Hand nimmt und vielleicht mal rübergeht auf einen Kaffee, ja, anstatt per WhatsApp wütende Nachrichten zu schicken, weil irgendwas nicht geklappt hat. Und ein weiteres, wo ich immer mal wieder drauf stoße, ein weiteres persönliches Learning für mich. Als ich angefangen habe mit der Arbeit mit sozialen Initiativen, dachte ich, das ist das Ding. Ja? Da hängt der Himmel voller rosa Wolken, alle sind glücklich, alle ziehen an einem Strang. Es ist immer schön und was dabei rauskommt, ist natürlich grandios. Ja? mittlerweile bin ich da viel realistischer. Das kann so sein. Das muss es aber nicht und wenn es das nicht ist, dann ist es auch in Ordnung. Wir sind alle Menschen und sobald wir in Teams zusammenarbeiten, haben wir unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen Vorstellungen. Wir müssen unglaublich viel kommunizieren, gerade wenn es basisdemokratische Teams ist. Das hatten wir eine lange Zeit. Da muss ganz, ganz viel Gesprächszeit investiert werden,
um da auf einen Nenner zu kommen. Und da ist es eben manchmal nicht toll und manchmal nicht rosa. Ja. Und manchmal ist es sogar scheiße. Und es ist wichtig, glaube ich, dass alle Menschen, die sich auf diese Art und Weise engagieren, mit einem realistischen Blick rangehen, sich auch mal selbst hinterfragen, warum mache ich das? Ja, also wieso gebe ich mich da rein? Was ist eigentlich Motivation? Habe ich ein Helfersyndrom? Hat mal ein ganz toller Mensch aus dem Verein Medinetz zu mir gesagt, das Interview ist auf meinem Blog. Der hat selber gesagt, er ist werdender Arzt. Und das sind alles werdende Ärzte, sind alles Medizinstudentinnen und Studenten, die in diesem Verein sich engagieren. Und zwar fangen die Menschen auf ohne Krankenversicherung. Und vermitteln also Ärzte. Ne? Die sind in der Vermittlerfunktion und in der Informationsfunktion unterwegs. Okay. Und er hat dann gesagt, weil ich sagte, wieso machst du das? Da sagt er, ja, das habe ich mich auch oft gefragt, weil Ärzten unterstellt man ja automatisch auch immer so ein kleines Helfersyndrom. Ja? Und es ist wichtig, sich das zu fragen. Es ist wichtig zu fragen, habe ich da ein Helfersyndrom? Kompensiere ich irgendein Problem? Hätte ich eigentlich, weiß nicht, muss ich mich an und für sich gerade ein bisschen mehr um meine kranke Mama kümmern und verschiebe aber diese Aufmerksamkeit und will das nicht machen und sage deswegen, dann mache ich aber was anderes Soziales. Ja? Diese eigenen Motive zu hinterfragen ist ganz, ganz wichtig. Wenn man die hinterfragt hat, muss man nicht mit allem aufhören, was man bisher gemacht hat. Es hilft nur, einen realistischen Blick anzusetzen und einfach auch nüchtern mit Problemen umgehen zu können, die kommen. Mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, das ist doch jetzt nicht in Ordnung. Jetzt setzen wir uns zusammen und klären den ganzen Kram und gucken, wie wir weitermachen können. Das ist so ein Learning von mir, auf das ich auch sehr, sehr viel Wert lege, was ich immer wieder mitgebe. Es muss nicht alles immer toll sein. Es ist harte Arbeit und sie kann frustrierend sein und es kann mal scheiße sein und das ist okay. Sehr schön. Mhm. Ja, also vielen Dank für deine interessanten, auch persönlichen Einblicke in sowohl dein Projekt Karma-Job, aber auch in dein ehrenamtliches Engagement. Ich denke, das sieht man ganz deutlich, dass die beiden Bereiche sich total befruchten und es ist total schön zu sehen, was eigentlich alles aus so einem Engagement entstehen kann. Das hat man jetzt im Gespräch heute mit dir sehr schön gemerkt. Vielen Dank. Ich danke euch, es war sehr, sehr schön mit euch. Danke. Danke. Ja, dir auch.